Tja, wenn das mein Neuer wäre, dann wäre es ein Alter. Kleiner Stadtstreicher, groß wie einer Classic Days. Lasst euch überraschen, was ich hier an tollen Fahrzeugen entdecken werde. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, zu diesem Austro Daimler habe ich jetzt ein paar Fragen. My name is Graf Jan Potocki von Polen. Ich wohne in Krakau und diesen Austro Daimler bist bei Great Grandfather's Car. Okay. Wir haben diesen Auto gekauft in Puchsteierwerker hier in Wien in 1928. Und nach dem Krieg, ja, der Auto hat einen Mann bekommen und war in einer polnischen Stadt Zakopane, also in Bergen, war ein Taxi. Ein Taxi. Und dann später hat ein Mann aus Warschau das gekauft, hat das alles restauriert. Ja. Aber war er alt, ja, und war krank. Und das, mein Freund hat das gekauft. Das heißt, das Auto ist eigentlich zur Familie zurückgekehrt. Genau, ja. Genau. Ist das die Familie, der Graf-Familie Potocki. Wir fahren auch Rennfahren im Silverstone, im Nürburgring, Francorchamps Spa Belgien, und wir haben gemacht 4 Miglia in Welt. Argentina, Japan, USA und Italien. Und wer würde nicht gerne in diesem Rolls-Royce einmal eine Runde drehen? Woran erkennt der geübte Europäer, dass dieses Auto aus Großbritannien stammt? Richtig, Rolls-Royce hat die Lenkung rechts, wegen des Linksverkehrs. Und was hier auf mich zufährt, ist ein Ford Mustang, wunderschönes Auto. Das ist noch schneller als ein Ford Mustang. Richtig, ein Jaguar E-Type. Hier kämpft zwei Stück am Stück. Dieser hier in grün gehalten ist aus dem Jahr 1972. Wunderschöne Rolls-Royce im Doppelpack. Einen der zwei habe ich jetzt die Chance, den Besitzer kurz zu sprechen. Was macht denn die Faszination dieser alten Fahrzeuge aus? Nee, ich habe immer wollen einen Rolls-Royce haben. Ja, und dann habe ich mir halt irgendwann einmal gekauft bei einer Versteigerung, ja. Da war er günstig, aber man kauft nicht günstig, ja, weil wir müssen viel reinstecken, ja. Also alles gemacht. Ich glaube, es ist der Beste, was in dem Baujahr, 85er Baujahr, was also zum Haben ist. Also er ist ja nicht zum Haben. Ich gebe mir nicht her. Was steckt hinter diesem Kraftpaket unter der Motorhaube? Ich sag mal, ein Pontiac Firebird mit einem stolzen Besitzer. Wer ist älter, der Fahrer oder das Auto? Das Auto um 2 Jahre. Wunderbar, ist ein Pontiac Firebird. 69er Baujahr. Wie ist die Leidenschaft zum Oldtimer gekommen? Leidenschaft. Naja, es ist das sind die rohen PS, die es ausmachen. Es gibt kein ABS, es gibt kein Anti-Schlupf. Es ist einfach du und der Motor. Also alles. Pures Fahrvergnügen. Ja. Wie oft wird denn der eigentlich eingesetzt? Ist das auch ein Alltagsfahrzeug oder? Nein, gar nicht. Nur für spezielle Anlässe? Nein. Entweder eine Rallye wie jetzt oder am Wochenende mal auf einen Kaffee fahren oder auf Eis fahren. Das ist alles. Sieht man dann die Blicke auf sich, wenn man aus diesem Fahrzeug aussteigt? Besonders die Männer lächeln immer, das ist witzig. Das winken viele. Ja, ist ein Magnet. Ein kleiner Italiener, nicht zwei kleine Italiener, die Besitzer sind nämlich keine Italiener. Wie, genau, seid ihr auf dieses Fahrzeug gekommen, ein alter Alfa Romeo?
Wir sind zwar im Herzen Südländer, aber beide im hohen Norden zu Hause. Der Tube, mein Kollege aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Lübeck, und ich aus dem hohen Norden Österreichs, nämlich aus dem Waldviertel. Wie kommt es zu dem kleinen Italiener eigentlich? Durch einen anderen Kollegen, der ein ähnliches Fahrzeug hat. Und wir sind gemeinsam eine Veranstaltung von das Geißbergrennen und mir das Fahrzeug so fasziniert und irgendwie in den Bann gezogen, dass sich das dann so entwickelt hat, dass ich auf der Suche war und nach langer, langer Zeit, nach vielen Autos, die ich mir angeschaut habe, gemeinsam mit Sachverständigen dann auch fündig geworden bin. Und seitdem steht der kleine Italiener in meiner Garage und wird zu so besonderen Anlässen auch gerne bewegt. Ja, ich bin sehr froh, dass ich das erste Mal hier bei den Vienna Classic Days dabei sein kann und dann auch in so einem sportlichen Auto, was eine deutlich bessere Platzierung verdient hätte, als die wir gestern eingefahren haben. Aber heute am Sonntag werden wir dann das Feld von hinten aufrollen. Ja, aber ich denke mal vor allem auch der Spaß und das Dabeisein ist hier wichtig. Der Spaß, die Stadt, bin ich sehr gespannt heute auf die Tour durch die Stadt mit den vielen Sehenswürdigkeiten, sind wir sehr gespannt, ja. Also das dürfte wohl eindeutig das älteste Fahrzeug des Tages sein, schätze ich mal. Ist es auch. Und ich lasse mir gleich Auskunft geben darüber. Also das ist ein Valet vis-à-vis aus Baujahr 1897, gebaut in Le Mans in Frankreich. Es gibt von dem Fahrzeug zwei Stück auf der Welt. Eines ist als Standmodell seit Jahren im Le Mans Museum zu bewundern. Das zweite ist hier und fahrbereit, also es ist wahrscheinlich das einzige benutzbare übergebliebene Stück von diesem Modell dieses Herstellers. Wir haben einen Zweizylinder liegend mit 4 PS. Das Ganze fährt umweltfreundlich mit Apotheken-Spezialbenzin. Also unverbleiter Kraftstoff, ohne Ölzusätze, ohne Alm. Ja, viel mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Höchstgeschwindigkeit im dritten Gang maximal 25, also absolut entschleunigend. Rückenmassage inklusive im Betrieb. Ja, vor mir steht jetzt der Besitzer dieses Dort aus dem Jahr 1922. Genau. Was stelle ich mir bitte unter Dort vor als Auto? Ja, das ist ein seltenes Auto. Weltweit gibt es nur 3 Stück dieser Modelle geblieben. 2 in Amerika, eine Privatbesitzer, eine im Museum und dritte in Österreich. Das ist Dort Touring. 2,3 Liter Motor, 50 km/h Geschwindigkeit. Wie oft werden denn diese 50 km/h ausgenutzt? Nein, normalerweise fährt 70, aber laut Gesetz, Auto, welche mehr als 50 fährt, braucht Fernlicht. Aber damals war kein Fernlicht, deswegen angemeldet 50. Und wie oft wird er verwendet? Täglich? Oder? Nein, nicht täglich. Jährlich ungefähr 500 Kilometer, 600 Kilometer. Enkelkinder hin und her. Von Schule, zu Hause. Wie ist denn dann das Echo, wenn die Enkelkinder aus so einem historischen Fahrzeug aussteigen bei der Schule? Was ja, sagen die alle schauen. Einmal die Direktorin ist runtergekommen. Ja, was ist das? Was ist los? Wer sind Sie? Etc. etc. die gefragt. Bei diesem Ford T, wenn ich mich nicht sehr irre. Ford A. Ford A. Nachfolger. Sehe ich mal hinten das Salmbräu stehen. Wird dieses Fahrzeug auch wirklich verwendet im Dienst der Brauerei? Bin wie einer Classic Day schon. Nein, es ist kein tägliches Lieferfahrzeug, das ist es nicht. Wäre so schade drum. Und wie oft fährt man in einem solchen Schmuckstück dann wirklich durch die Gegend? Also im Jahr kommen wir mit den Rallyes auf maximal 500 Kilometer, wenn es hochkommt. Pandemiezeiten waren auch 0 Kilometer. Ein bisschen Schieben in der Garage, vor und zurück. Aber ansonsten etwa bis 500 Kilometer maximal. Ja, wegkommen von Weißenhof. Aston Martin, allerdings nicht der von James Bond. So, und in diesem Rallye-Fahrzeug werde ich jetzt gleich einen Interviewpartner finden, der sich gerade mit dem Fenster abmüht. Ich habe vor mir Rudolf Stoll, einen Grandmaster des Rallye-Sports,
Ist das ein Fahrzeug, mit dem Sie selber Rennen gefahren sind? Ja, allerdings sehr wenig, weil das ist dann gekommen schon. Das ist das einzige Werksauto, was der Importeur gekauft hat für mich, nach Österreich gekommen ist. Aber ich bin dann relativ bald umgestiegen auf was anderes und bin nur begrenzte Sachen dann gefahren damit. Wie stark ist dieses Fahrzeug? Das ist 1600 Kubik und 160 PS. Und wird das dann jetzt im Zivilleben für Ausfahrten verwendet oder steht er eher in der Garage? Nein, ein Auto gehört gefahren, weil es ist was Schlechtes, wenn es steht. Es wird von Stehi, sagt man immer. Ne? Ja, und hier wird ganz liebevoll auf einen Käfer in Schwarz, nicht mit Nummer 53, die Startnummer 64 geklebt. Was gibt es über dieses Fahrzeug zu erzählen? Wie sind Sie dazu gekommen? Also ich gar nicht, sondern das ist mein Mann, der dazu gekommen ist. Und ich glaube, er kann Ihnen ein bisschen mehr darüber erzählen als ich. Es ist ein wunderbares 1953er Baujahr. Er wird nächstes Jahr 60. Er darf nächstes Jahr einen tollen Geburtstag feiern. Also das Schätzchen hier, das habe ich schon einige Jahre. Das habe ich eigentlich einem alten Herrn abgekauft. Das habe ich zufällig stehen sehen auf der Straße. Ich habe ihn einfach gefragt, ob er ihn verkaufen möchte. Und er hat sich dann später mal bei mir gemeldet. Und mittlerweile habe ich das Fahrzeug schon über 20 Jahre. Und ist im Originalzustand. 25 PS Motor. Ja, so gut wie keine Veränderungen. Originalzubehör. Ja, und läuft eigentlich wie am Schnürchen. So, vor mir steht jetzt eine Ente mit dem passenden Kennzeichen Erpel 2. Jetzt habe ich nur eine Frage an den Besitzer. Jawohl. Wer ist bitte Erpel 1? Erpel 1 war meine erste in den 80er Jahren. Damals gab es noch keine Wunschkennzeichen, aber ich hatte da, wie der 100 was, das einen Vorschlag gebracht hat für die schwarzen Kennzeichen, hatte ich mir eins machen lassen mit Erpel 1. Und aus Nostalgiegründen habe ich mir Erpel 2 genommen. Zum 50. habe ich mir den geleistet. Was? Nun ja, auch die Kleinen haben ja Anrecht. Und ich habe jetzt auch hier die Besitzerin des Fahrzeuges von mir. Ja, hallo. Es ist ein Fiat 500, Baujahr 1962. Ich habe das Auto jetzt seit 30 Jahren. Und es ist mein erstes Mal hier auf den Vienna Classics. War schon ein weiter Weg, aber ich bin angekommen und ich hoffe, ich komme auch wieder zurück. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe einen bisschen stärkeren Motor drin, weil sonst kannst du so eine Strecke nicht fahren. Und ich fahre viel damit, auch weite Strecken. Nach Nizza war ich. In Nizza war ich schon. Und die Vienna Classic war immer schon mein absolutes Highlight. Und die Ringstraßensperrung gestern mit den vielen 250 Fahrzeugen oder 150 Fahrzeugen hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein Fiat Abarth mit dem sechsbeinigen Hund von Archib, die es ja gar nicht mehr gibt. Was kann ich darüber Näheres erfahren? Das ist eine Originalbeklebung. Dieses Auto wurde auf einem Fiat 600 original aufgebaut. Deswegen ist es zwar als Replik bezeichnet, ist aber trotzdem ein Abarth 850 TC. BMW 323i, das I für Einspritzer, wenn ich mich nicht irre. Wie alt ist das Fahrzeug? Das Auto ist ein April 78, einer der allerersten, die ausgeliefert wurden. Und das noch dazu in Pastellblau. Das gibt es eine Handvoll auf der Welt. Also irgendwie passt dieses Fahrzeug nicht zu den Oldtimern. Ah, okay, ÖAMTC. Meine Frage daher, musste irgendwie schon eine Hilfe geleistet werden im Rahmen der Vienna Classic Days? Ja, heute zum Glück noch nicht, aber gestern einige Male, einige liegen gebliebene Fahrzeuge, vom Kühlerschlauch bis zum abgerissenen Servoschlauch war alles dabei. Auch jedes der hier gezeigten Fahrzeuge in der Bildergalerie hätte natürlich eine Geschichte zu erzählen, aber das würde den Rahmen dieser Sendung bei weitem sprengen. We'll be right back.
Na, und das wäre schon einer für die Heimfahrt, oder?